Stell dir vor, du bist das erste Mal in einer Stadt, steigst aus der Straßenbahnhalte, an der Straßenbahnhaltestelle aus und suchst die nächste Bahn. Du musst umsteigen, um dahin zu kommen, wo du hinkommen willst. An diesem konkreten Beispiel will ich dir in diesem Video zeigen, wie Standfestigkeit in der Führung wirkt oder wie sie auch nicht wirkt, wenn du zu standfest oder zu wenig standfest bist. Ich bin Sandra. Und freue mich, dass du jetzt dieses Video anschaust. Ja, ich habe diese Situation selbst erlebt. Ich bin aus der Straßenbahn ausgestiegen in einer Stadt, wo ich wenig Zeit hatte, weil ich zu einem Treffen freier Schulen wollte. Ich war spät dran, der Zug hatte Verspätung, ich war innerlich schon ein ganzes Stück unruhig. Und wusste, ich muss hier jetzt umsteigen, aber keine Ahnung, wo die Haltestelle ist. Ich habe ausgecheckt gegenüber, nee, da komme ich zurück zum Bahnhof. Bin still stehen geblieben, habe geguckt und dann kam mir eine Frau entgegen. Und ich frage sie und sage zu ihr, wo kann ich denn hier umsteigen? Ich muss die Straßenbahn Nummer 43 finden. Und sie sagte zu mir, das ist hier und da fährst du in diese Richtung. Und ich wusste, dass es nicht stimmt. Ich hatte ja schon abgecheckt, das ist es nicht. Und in dem Moment bleibe ich so stehen und denke, wow, ich habe eine innere Ruhe, wo ich eigentlich dazu tendiere, eine innere Unruhe zu haben. Also stressige Situation, ich war hier noch nie, ich habe keine Zeit, viele Menschen um mich rum und ich tendiere dann in dem Moment, und vielleicht kennst du das auch, dazu, irgendwie aktiv zu werden und irgendwas zu tun. Wo ich ruhig werden sollte, atmen sollte, stehen bleiben sollte und mich erstmal orientieren sollte. Ich bin in dem Moment nicht in diese Straßenbahn eingestiegen. Ich wusste über diese Frau ja auch gar nichts. Sie war nicht unbedingt Expertin für Umsteigen oder für Straßenbahnhaltestellen finden. Hätte ich aber denken können. Ja, also ich kenne das auch, dass ich Menschen um Rat frage und deren Rat irgendwie höher stelle als mein Gefühl. Ja, dabei kenne ich das Gegenüber gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die eigentlich eine Expertise haben in dem Bereich, wo ich sie frage. Ja, ich abstrahiere das jetzt ein bisschen, damit du das auf deinen Führungsalltag beziehen kannst. Und ich finde das ein wahnsinnig kraftvolles Beispiel bezogen auf den Führungsalltag. Ja, was hat das mit Standfestigkeit zu tun? Lass uns ein bisschen konkreter werden. In der Führung hast du oft Momente, wo du nicht weißt, wie geht's weiter. Du hast Momente, wo du dich nicht auskennst, wo du nicht weißt, oh Mann, ich habe zwar das Gefühl, ich weiß, worum es geht, ich muss umsteigen, aber wo ganz genau die Haltestelle ist, was der nächste Schritt ist, wo ich das jetzt finde, ich muss mich erstmal orientieren. Und dann einen Moment innezuhalten, wirklich stehen zu bleiben und dir Zeit zu nehmen für diese Orientierung und auch erstmal wahrzunehmen, ich muss mich jetzt orientieren. Das ist genau der Punkt, den ich meine, wenn ich sage, wir bleiben ruhig und verbunden, auch wenn der Sturm im Außen tobt. Stehen zu bleiben und erstmal zu gucken, was habe ich? Ja, also was habe ich schon? Was weiß ich? Welchen Überblick habe ich über die Situation? Und was brauche ich noch? Und wirklich auch diese innere Unruhe, von der ich gerade gesprochen habe, bezogen auf mein Straßenbahnbeispiel, zu spüren und zu sagen, oh, ich spüre gerade innerlichen Druck, schnell eine Lösung finden zu wollen. Das ist okay. Und ich werde diesem Druck nicht nachgeben. Und ich kann Menschen um mich herum fragen, ja. Ich kann Menschen fragen, um ihren Rat bitten oder sagen, schau doch mal kurz mit mir auf die Situation, wo könnte die Haltestelle sein, also was könnte der nächste Schritt sein. Und du bist trotzdem frei, ob du den Rat annimmst oder nicht. Und auch da wieder, Standfestigkeit bedeutet, ruhig und verbunden mit dir selber zu sein und zu sagen, okay.
Das Gegenüber hat mir was gesagt, was ich selbst auch schon durchdacht habe und für nicht tragfähig befunden habe. Oder, ach ja, spannend, sie denkt in die gleiche Richtung. Das könnte die Straßenbahnhaltestelle sein, aber ich merke, das ist noch nicht das ganze Bild. Da fehlt gerade noch ein Bogen. Und auch da, dich nicht in Druck zu setzen oder dich selbst unter Druck zu setzen oder dich vom Gegenüber, manchmal kommen dann ja auch Erwartungen auf dich zu, unter Druck setzen zu lassen, sondern wieder in diese Freiheit zu gehen und zu sagen, okay, jetzt habe ich ein Bild mir von außen geholt, eine Resonanz mir von außen geholt. Ich sortiere es trotzdem nochmal für mich und guck, habe ich schon alles, um eine Entscheidung zu treffen. Und dann ist ein wichtiger Punkt, wozu du erst in der Lage wirst, wenn du stehen bleibst, diese innere Unruhe spürst und wirklich nochmal atmest. Atmen kann da sehr helfen, um wirklich nicht gleich loszulaufen, also um diesem inneren Drang in die Aktion zu gehen, zu widerstehen, dass du dann den Blick hebst und dich umschaust. Ja, im Straßenbahnbeispiel war tatsächlich um die Ecke eine Haltestelle. Und in dem Moment, wo ich den Blick gehoben habe, habe ich gesehen, dass Menschen dahin gehen. Und noch viel wichtiger, dass da Schienen liegen. Ja, also dass die Schienen praktisch nicht nur in diese Richtung gehen, sondern dass da was um die Ecke geht. Und ich musste fast 100 Meter zurückgehen und um die Ecke, es war wirklich nicht zu sehen. Also ich hatte vorher nach Straßenbahnhaltestellenschildern geguckt. Da war keins, das habe ich nicht gesehen, weil es war um die Ecke. Ja, und in dem Moment, wo ich den Blick gehoben habe, mich wirklich in Ruhe umgeguckt habe, habe ich Hinweise gesehen und vor allem die Schienen. Eigentlich ein total klarer Hinweis. Den konnte ich dann nutzen, um zu denken, ach ja, mein Blickfeld weitet sich, meine Perspektive weitet sich, da ist noch was. Ja, und ich habe jetzt Lust, das noch ein bisschen konkreter zu machen. Ich denke wirklich an Situationen, wo dir das, also eigentlich hilft es in jeder Entscheidungssituation, die komplex ist. Und im Führungsalltag hast du unglaublich viele, jeden Tag wieder Situationen. Ne? Zum Beispiel, ja, wie gehe ich um damit, wenn eine schwierige Situation passiert ist in einer Klasse. Zwei Kinder haben sich vielleicht, ja, haben sich vielleicht verletzt. Gehe ich damit in die Elternschaft, informiere ich die Eltern, weil ich denke, die Kinder erzählen was zu Hause und dann sind die Eltern beunruhigt. Oder mache ich damit das Thema erst auf und kommt die Unruhe eher dann durch meine proaktive Kommunikation. Das ist so ein Beispiel, das gerade bei mir hochkommt, wo es Sinn macht, nochmal innezuhalten, den Blick schweifen zu lassen im übertragenen Sinne, also zu überlegen, ja, gibt es noch jemand, der mir Hinweise geben könnte, was gut ist, wen kann ich fragen und dass du dir da einen Moment Zeit nimmst, zu einer guten Entscheidung zu kommen und auch vielleicht dich zu erinnern, dass ihr euch Grundsätze überlegt habt. Ein Grundsatz, den ich bei dem Thema Kommunikation mit Eltern dir an die Hand geben kann, ist, aus meiner Erfahrung ist es nie klug, vor dem Wochenende Kommunikation rauszugeben, die so ein bisschen hakelig ist. Weil wenn bei Eltern dann was aktiviert wird, sehen die Unruhe in die Unsicherheit kippen, können sie euch nicht erreichen und das kann am Montagmorgen sich dann nicht so gut anfühlen. Ja, weil das Wochenende, also und dann geht es den Familien übers Wochenende einfach nicht gut, wenn sie dich nicht erreichen. Ja, und das ist jetzt ein Beispiel, das schon relativ groß ist, aber es gibt ja auch kleinere Beispiele, wo du dir vielleicht überlegst, wie viel Tops kann die nächste Teamsitzung vertragen? Wie priorisiere ich das? Auch da den Blick zu heben, zu gucken, was habe ich schon, um da zu einer guten Entscheidung zu kommen. Und dann bist du,
als standfeste Führungsperson nicht die Eiche, die, obwohl neue Erkenntnisse kommen, so ihr Ding durchzieht, und auch nicht das Gras, das irgendwie auf alle Dinge von außen reagieren, sondern das, ich möchte dir das Bild des Bambus schenken, der wirklich gut verwurzelt ist und sehr biegsam ist. Wenn der Wind kommt, wenn der Sturm kommt, dann biegt sich der Bambus mit, und wenn der Wind wieder weggeht, steht er. Und ich wünsche dir so sehr, dass du Spaß daran hast, deine eigene Standfestigkeit in der Führung zu erforschen, dich da selbst neugierig zu begleiten und mit einem liebevollen, akzeptierenden, begleitenden Blick, der ja vielleicht so innere Sätze, die ich dir geben kann, also der begleitet ist von inneren Sätzen, wie zum Beispiel: Ah ja, hier war ich noch nicht standfest. Oder, ah ja, hier kann ich mit dem Bild des Bambus noch was in meiner Führungsstandfestigkeit entwickeln. Oder zu sagen, ah ja, da ist mir nicht gelungen, stehen zu bleiben, den Blick zu heben. Da war ich in meiner Rille, dass die innere Unruhe auch im Außen nach vorne hat die mich nach vorne getrieben. Und wenn du das hörst und das Gefühl hast, ja, da habe ich total Lust, mehr zu forschen und mehr über mich zu verstehen, dann kannst du mal schauen, wann die nächste Fachausbildung zur souveränen Führungspersönlichkeit an Schulen von mir angeboten wird. Denn da beleuchten wir alle 7 Räume, und der allererste ist die Standfestigkeit. Danke, dass du bis hierher hingeschaut hast, und vergiss nicht, du bist wunderbar. Du bist wundervoll, und ja, wir sind alle auf dem Weg und dürfen ganz liebevoll uns begleiten. So, jetzt bin ich zu Ende mit diesem Video, und ich wünsche dir noch einen wunderschönen, inspirierenden, entspannenden Tag. Deine Sandra.